Über 100 Kilometer ist sie geschwommen. Die Extremschwimmerin Deniz Kajadelen aus Männedorf. Die erste Etappe ist sie über den Ärmelkanal, dann zu Kalifornien von der Kanalinsel aus Festland und zum Schluss noch mit Weltrekordzeit um die Insel Manhattan. Alle Etappen zusammen ergänzen Triple Crown, die dreifache Krone. Sie ist die härteste Challenge im Schwimmen. Und es ist nicht das erste Mal, dass sie einen Weltrekord aufstellt. Der Pascal Meister ist sie nach der Meisterleistung besuchen. Das ist Deniz Kajadelen heute Morgen um 8 Uhr bei ihrem täglichen Ritual. Schwimmen zu Männedorf im Zürichsee. Und das ist Deniz vor ein paar Tagen im Hudson River vor der George Washington Bridge, ihrer letzten Etappe von einer Marathon-Schwimm-Challenge. Ich habe so richtig die Stadt gespürt, links und rechts Menschen gesehen, die Fotos gemacht haben. In Harlem River musste ich sehr nah an der Küste schwimmen, weil es sehr viel Gegenströmung gab. Dann habe ich da Menschen gesehen, die da zelten, die da einfach ein Bier trinken, die sich gewundert haben, wer auf einmal da schwimmt vor sich. Challenge heisst Triple Crown, also dreifach Krone. Dabei muss man über den Ärmelkanal schwimmen, dann von der Kanalinsel zum kalifornischen Festland und am Ende eben um die Insel Manhattan. Die gebürtige Deutsche wohnt in Männedorf und ist darum die erste in der Schweiz wohnhafte Person, die das schafft. Mit einer Zeit unter 8 Stunden stellt sie einen neuen Weltrekord auf. Es war ein sehr magischer Moment, weil ich war so froh, dass ich Triple Crown geschafft habe. Das war so die letzte Ziellinie. Als Kind hat die heute 37-Jährige mit türkischen Wurzeln Angst vor kaltem Wasser. Mit dem Schwimmen stellt sie sich deren Angst. Am Anfang der grossen Challenge wartet der Ärmelkanal. 33 Kilometer, wegen Ebben und Flut, alles bei Nacht. Auch die 32,5 Kilometer von der Insel Catalina nach Palos Verdes vor Los Angeles macht sie in der Nacht. Da gibt es Haifische und ich bin im Dunkeln geschwommen. Und es gab auch wenig Licht, weil sie gesagt haben, je mehr Licht, desto mehr zieht es Haifische an. Das heisst, 8 Stunden war ich ganz im Dunkeln. Mit 6405 Meter über Meer hat sie schon einen Weltrekord im Eisbaden. Jetzt die Challenge. Über 100 Kilometer schwimmen. Deniz kommt an Grenzen, vor allem wegen dem kalten Wasser. Nach 2-3 Stunden fangen halt so richtig die Krämpfe an. Und das ist dann so stark, dass es eigentlich fast nicht ertragbar ist. Es gibt sie aber auch die schönen Momente im Wasser, die für alles entschädigen. Wenn die Sonne kam, war es warm, es war hell. Es hat mir wieder Hoffnung gegeben, weiterzumachen und wieder die Stärke gegeben. Man ist so stark verbunden mit der Natur, dass man halt wirklich so richtig spürt, ja, wie die Sonne aufgeht und wie die Natur so erwacht. Das nächste Ziel von Deniz würde auch schon im Kopf herumschwirren. 500 Meter schwimmen im Eiswasser in der Antarktis. Um das zu trainieren, müsste er ein bisschen abkühlen. Der Zürichsee bei Männedorf. Ja, was für eine Leistung. Mehr News finden Sie rund um die Uhr auch in der App von unserem Newsportal Zürich Today oder auf zürichtoday.ch.